Bei der letzten Durchsicht unserer Völker haben wir festgestellt, dass der vor 2 Wochen aufgesetzte Honigraum schon komplett ausgebaut und gefüllt ist. Zumindest bei 2 der 3 Völkern. Bei dem einen ist es ein bisschen weniger, aber auch schon an der Grenze. Dann ist Not am Mann, denn wenn man jetzt nicht handelt, dann schwärmen die Bienen, weil sie keinen Bauplatz mehr haben. Wer kennt's nicht? Immer wenn man nicht glaubt, man braucht es, braucht man es. Wir haben 3 Völker, die so viel Honig eingetragen haben und so viel ausgebaut haben, und zwar binnen 3 Wochen 10 Rämpchen komplett ausgebaut und gefüllt haben, dass wir jetzt ja ein bisschen im Druck sind. Ich zeige euch heute ein Abflammen von Rämpchen. Warum macht man das? Bienen, da können sehr schnell Krankheiten mit in den Stock kommen, und die machen wir zwar sauber, aber so 100%ig sauber kriegt man es ja nie. Und dafür fährt man nur kurz mit dem Gasbrenner drüber. Muss gar nicht lange sein. Die Flamme ist heiß genug, um alles zu töten, was da an Bakterien, Viren oder auch Pilzen drauf ist. Die Drähte werden nachher sowieso heiß, wenn wir dann die neuen Wachsplatten einlöten. Aber ich fahre trotzdem immer noch ein-, zweimal kurz drüber über die Drähte. Man muss sie nicht ganz schwarz grillen alles, aber vor allem auf die Finger aufpassen. Man sollte doch schauen, dass die Flamme überall mal hinkommt. Ja, so verbrauchen wir immer 1-2 Gaskartuschen im Jahr. Ich kaufe mir die billigen, die tun es genauso gut. Ich will ja nicht im Winter draußen zelten, da wäre es mit dem billigen schlechter. Ja, man sieht schon hier in den Ecken, das ist es nicht mal ganz weggegangen, das Wachs. Dann schmilzt man das einfach runter. Ich sag kurz abflammen, muss doch nicht eine Stunde lang hinhalten, aber doch lange genug, damit es sich erhitzt. Und danach kann man relativ sicher sein, dass man keine Krankheiten in ein Volk einträgt. Bis da ein Dreh noch hängt, das mache ich dann später mit den Fingern runter, runterziehen. Und dann kann natürlich auch eine andere Methode hernehmen, man könnte jetzt Wasserstoffperoxid nehmen. Das nehme ich aber nur für die großflächigen Beuten, wenn ich Zeit habe, um sie trocknen zu lassen und dann auch nochmal abzuflammen. Ja, das war's schon. Es gibt 2 unterschiedliche Rämpchen. Wir haben leider beide. Leider sage ich deshalb, weil das mit dieser Nut hier, also immer so eine Nut drin. Und auf der anderen Seite ist so eine Nut drin. Die finde ich nicht so toll. Manche schwören drauf, ich ehrlich gesagt nicht. Da muss man die Leerplatte immer reinkriegen, bevor man sie einlöten kann. Zeige ich jetzt das auch. Und ein zweites Teil, von dem ich anfangs auch nicht wusste, wofür man es brauchen kann, ist das da. Ein Drahtspanner. Sieht nicht aus wie jemand, etwas, mit dem man Draht spannen kann, aber ich zeige euch auch, wie das funktioniert. Jetzt sieht man schon, wenn man das mal wegnimmt hier, das andere mal hinlegt. Ja, wir müssen ansehen, mein Projekt für die Düngerkultur ist leider ein bisschen in Stocken geraten, weil man ja nicht mehr einkaufen kann, ohne einen Schnelltest und vorher überhaupt nicht. Das verzögert alles und hier sieht man schon, die Platte passt nicht rein. Da muss man es dann in diese Nuten schieben, damit es überhaupt da reinpasst. Aber zuvor, schaut man mal, da sind schon relativ lockere Drähte drin. Diese Zahnung, die riffelt dann den Draht und dadurch wird er gespannt. Das heißt, er macht lauter so kleine Stückchen rein. Danach hat man einen schön gespannten Rahmen. So, jetzt muss man die Platte hier wieder oben und unten reinkriegen. Das ist ziemlich mühselig. Wie gesagt, tut es euch nicht an. Manche schwören drauf, weil die dann komplett dicht sind und dann oben und unten kein Spalt bleibt. Aber den machen sich die Bienen sowieso, weil die wollen ja von einer Wabe zur nächsten und laufen immer nach oben. Machen dann hier oben Löcher rein. Also es reicht vollkommen, wenn man unten ansetzt. Das ist Niederspannungstaufung. Und dann mache ich mal 3 Sekunden. 21, 22, 23. Und dann ist die eigentlich eingelötet. Das sieht man schon. Das sind in den Drähten drin. Die Drähte sind dann in der Wabe.
Und so hält das Ganze dann auch. Jetzt sehen wir gleich, dass das mit dem hier viel einfacher geht. Wieder gucken, wo die Drähte weglaufen. Doch die Seite. Ah ja, gut. Und da kann man natürlich jetzt die Farbe schön reinlegen, die Zwischenwand. Unten schön anlegen. Oben lässt man sowieso einen Spalt, den beißen sie sich notfalls sowieso. Und dann geht das rucki zucki. 21, 22, 23, fertig. Wenn man jetzt nicht genügend dieser Wachszwischenwände hat, kann man die auch halbieren oder drücken. Den Rest rund bauen die schon aus selbst. Man könnte auch ganz komplette Leerrämchen reinhängen. 20, 23, so. Danach, wenn es heiß wird, ist klar, wenn die Drähte länger, aber die spannen sich dann wieder nach. Und solche Zwischenwände kann man auch reinmachen. Warum wir jetzt dieses Mal so schnell und hektisch sind, sein müssen, ja, es ist ganz einfach. Wieder eins mit. Gut. Die Bienen haben drei Gründe, warum sie überhaupt schwärmen. Es muss erstmal genug Bienen sein, ganz klar. Dann müssen sie genug Honig haben. Und das dritte ist, die haben keinen Platz mehr in der Beute. Also das sind einfach zu viele Rähmchen schon ausgebaut und dann können die nicht mehr ausbauen, dann sagen die sich, ja, da ist kein Platz mehr für unser Volk, ja, gehen woanders hin. Bienen sind eigentlich relativ schlau, was das betrifft. Und dann ziehen sie halt weiter. Das heißt, die Altkönigin fliegt mit ihrem halben Volk weg und eine schon bestehende oder kurz vor dem schlüpfende Jungkönigin bleibt im Volk, muss aber auch noch einen Begattungsflug durchstehen. Manche kommen dann auch nicht zurück, dann hat man ein Volk ohne Königin. Ja, könnte mal wieder was passieren, nachts Frost oder irgendein Vogel erwischt sie. Wenn die alte Königin wegfliegt, dann ist meistens eine Weisel da, die kurz vorm Schlüpfen ist. Da schlüpft eine Jungkönigin, die verhindert dann meist auch, dass die anderen Jungköniginnen, die in Weißen sind, schlüpfen. Und ja, die muss dann irgendwann mal einen Begattungsflug machen. Und wenn sie zurückkommt, dann kann sie Eier legen. Das heißt, man hat dann eine brutfreie Zeit von bis zu 14 Tagen, 3 Wochen, wo die noch bestehende Brut ausläuft, aber keine neue Brut nachgelegt wird. Da muss man darauf achten, dass man dann auch reinschaut, so nach spätestens 4 Wochen sollte man sich dann überlegen, wenn keine Königin drin ist, ob man sich nicht eine Königin aus dem Handel beschafft. Eine schon begattete Königin, die gibt es zu kaufen und die kann man dann mit einem Zusatzkäfig zusetzen. Das zeige ich euch vielleicht ein andermal, wenn ich die Chance dazu habe. Ich muss jetzt auch noch eine Beute kaufen und noch mehr von diesen Mittelwänden und Rähmchen. Ich habe jetzt extra bei der Biber angerufen. Da kaufen wir immer unsere Sachen, wenn wir schnell was brauchen. Und ja, ich darf auch ohne Schnelltest einkaufen, aber eben nur Tiernahrung und das Zubehör für die Bienen. Kein Problem. Und dann fahre ich schnell zur Biber, kaufe das ein, nehme den Trafo mit zum Freund, da stehen die Bienen und löte dort die Sachen ein und dann setze ich auf. Das zeige ich euch dann auch noch. Dann nehme ich die Kamera mit. Das sind jetzt unsere drei Völker. Man sieht es, reger Flugbetrieb, das Wetter ist wieder schöner. Legen wir mal den ersten ab. Und das sieht man schon oben, sind eine Menge Bienen drin. Die haben hier alles ausgebaut. Seht ihr die Waben, die waren alle ganz leer, die sind jetzt fast komplett ausgebaut. Jetzt machen wir das so, dass wir einfach nochmal eine Beute oben drauf setzen. So, dann können die hier auch noch ausbauen. So, das machen wir bei allen drei Völkern. Ihr fragt euch sicherlich, warum man was Weißes anhat. Ich kann euch sagen, den Bienen gefällt dunkle Kleidung gar nicht. Ich habe auch mein Lehrgeld schon bezahlt. Ich habe hier schwarze Baufußschuhe an.
Und ja, sonst schon die Imkerklamotten. Aber das Schwarz mochten sie gar nicht. Dann haben sie gleich dran geheftet und haben mich ohne Barfußschuhe, Schuhe rum, hatte ich Socken auch noch schwarze, niedergelassen und dann mehrfach gestochen. War nicht lustig. So, jetzt hier das gleiche nochmal. Runter, rauf, rüber. Gut vorbereitet, wenn man ist, spart es einem eine Menge Ärger und eine Menge Flugbienen. Damit der nächste Sturm, den ich bevor ich umweist, was sehr unwahrscheinlich ist, dann wird immer wieder ab. Einfache Zugurte. Wird nicht fest sein, nur damit nichts passiert. Und außerdem gibt es genug Verrückte, die die Beuten umschmeißen, weil sie keine Bienen mögen. Und ist natürlich schade, wenn man wie in solchen Vollhorsten dann ein ganzes Volk verliert. So. Da haben sie bei weitem noch nicht so ausgebaut, aber das macht nichts. Ich setze das trotzdem schon mal auf, damit wir dann nicht wieder in 2-3 Wochen vorbeifahren. Ja, man muss die Bienen natürlich auch regelmäßig begutachten, anschauen, ob noch alles passt. Regelmäßig heißt also minimal alle 2 Wochen. Fertig.